Für Roger Federer stand am Montag ein ganz besonderer Termin an. Ein Besuch im Kinderkrankenhaus Bethel in Bielefeld. Damit die kleinen Patienten sich hier möglichst richtig wohlfühlen, wird ein Raum in Zukunft modernisiert und zwar mit 5000 Euro Unterstützung von den Gary Weber Open. Nach dem emotionalen Besuch betonte der Schweizer, wie sehr es ihn freuen würde, die Gary Weber Open in diesem Jahr noch einmal zu gewinnen. Vor genau 10 Jahren hat er seinen ersten Titel auf Rasen hier gewonnen und nur einen Monat später auch seinen ersten Wimbledon-Sieg geholt. Ich wusste einfach, dass das ein wichtiger Sieg war für mich, hinblickend für Wimbledon und einfach, dass ich wusste, hey, auf Rasen, das war nicht nur Glück irgendwie, dass ich Sampras geschlagen habe im 2001 in Wimbledon, sondern dieser Unterbelag gefällt mir wirklich sehr gut zum Spielen auch. Erster Sieg an einem Rasenturnier, das war irgendwie ein super Gefühl, hat mich richtig stolz gemacht, weil es hatten ja viele Superspieler hier schon vor mir gewinnen können. Und ich glaube, das hat mir wirklich dann auch den Glauben gegeben, dass ich auch den Wimbledon gewinnen kann. Und so ist es dann auch gekommen, einen Monat später. Gemeinsam mit Tommy Haas stand der Schweizer heute im Doppel auf dem Platz. Noch nie hatten die beiden vorher zusammen gespielt und antreten mussten sie heute ausgerechnet gegen die zweifachen Grand-Slam-Sieger im Doppel Philipp Petschner und Jürgen Melzer. Die Zuschauer hat's gefreut, denn sie bekamen richtig schöne Ballwechsel zu sehen. Haas und Federer mussten sich am Ende mit 6:7 und 4:6 zwar geschlagen geben, haben aber beide dieses Match offenbar richtig genossen. Hätte nicht besser sein können, natürlich. Für mich natürlich ein ganz besonderer Tag, mal mit Roger hier doppelt spielen zu können. Wir kennen uns jetzt schon so lange und das hat noch nie geklappt vorher. Und deswegen natürlich ein schöner Tag, gegen ein sehr gutes Doppelteam gespielt. Hatten sicherlich auch unsere Chancen leider nicht nutzen können, aber hier auf Center Court spielen zu können wieder, nach einem Jahr, das hier so schnell vergeht, wirklich vor einer guten Kulisse, war sehr schön. Absolut, ihr hattet ja super Chancen. Tiebreak im ersten Satz. Wie war es mit Tommy hier zu spielen? Sehr schön, ja danke, dass du ja gesagt hast. Und ich habe es mir überlegt, musste zuerst noch schauen, wie die French Open geht. Und von dem her, ich will nicht sagen, es hat mich gefreut, dass ich dann verloren habe im Viertelfinale in Paris. Aber das hat die Chancen sicher erhöht, dass ich hier doppelt spiele und hat Spaß gemacht. Klar, Chancen vergeben, das haben wir genügend heute im ersten und im zweiten Satz. Aber zum Schluss, das ist doppelt, da kann alles passieren. Aber ich freue mich, dass das Turnier noch nicht beendet ist. Es geht noch weiter im Einzel für beide. Und da hoffentlich können wir wieder gut spielen wie letztes Jahr. Und in diesem Jahr könnten die beiden Vorjahresfinalisten im Halbfinale aufeinandertreffen.